NRW Deluxe. NRW Deluxe. Soningenburg. Hier steht das Haus von Familie Greimer. Die 15-jährige Hanna Greimer kandidiert für den Solinger Jugendstadtrat. Ihre Hobbys sind Tanzen, Gitarre spielen und sie ist Pfadfinderin. Politisch aktiv möchte sie werden, auch weil sie den Jugendstadtrat schon lange als Förderknoten der Jugendlichen betrachtet. Ja, also ich finde, wir haben viele neue Sachen, ermöglicht. Zum Beispiel sowas wie die Taschengeldbörse, wo Jugendliche dann für ältere Menschen was erledigen und dafür Taschengeld bekommen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Hanna selber interessiert sich sehr für die lokale Jugendpolitik. Vorbereitet auf diese Wahl hat sie sich zum Beispiel durch Besuche zu Sitzungen. Sie denkt, Jugendliche können besser selbst entscheiden, was für sie geeignet sei, anstatt die Jugendförderung den Erwachsenen zu überlassen. Ja, ich denke, dass man mit der Politik einfach viel erreichen kann, weil mit der Politik unterstützt man einfach das ganze Volk und repräsentiert das auch. Und ich möchte einfach das schaffen, was sich die anderen wünschen oder was den anderen fehlt, das möchte ich für die schaffen. Schaffen wollen es allerdings auch rund 70 andere Kandidaten. Doch gerade Hanna sagt, sie möchte Schwerpunkte und Reizthemen setzen. Dabei geht es beispielsweise auch um Alternativen zum Komasaufen. Ja, ich möchte mich für die Integration einsetzen und einfach neue Möglichkeiten für die Jugendlichen schaffen, dass sie in der Freizeit was machen können. Zu Hause hat sie schon eine echte Alternative gefunden. Sie möchte auch anderen ihren Schweinehund überwinden lassen. Die Jugendstadtratswahl findet vom 16.05. bis zum 20.05. in der jeweiligen Schule statt.